keine Chance. Hauptsache ist, sie braucht 20 Sekunden, um überhaupt Energie erst aufzuladen, oder was? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Control, Folge 107. Und wir durchqueren jetzt das Ocean View Motel. Was auch immer mit Wake los ist, er braucht eindeutig Hilfe. Ja, okay, also. Der Schlüssel, erneut. Okay, alles klar. Das kennen wir ja alles auch schon, ne? Also das ist... Schauen wir mal. Diese Tür hat sich geöffnet. Okay. Hier kann man nichts machen. Auch hier ist... Sowas. Dann müssen wir mal den anderen Raum auch noch machen wahrscheinlich. Yep. Ah. Achso. Na gut. Okay. Das war es offenbar auch schon wieder. Wahnsinn. Wake musste fliehen, seine Flucht aufschreiben. Wake brauchte einen Helden. Ein Held braucht eine Krise. Für die Geschichte über die Regierungsbehörde brauchte Wake etwas Besonderes. Eine außerirdische Kraft, die menschliche Intelligenz nachahmte. Okay. So. Stelle die Stromzufuhr wieder her. Achso, und jetzt konnten wir quasi hier durch, oder was? Moment. Bright Falls. AWI. Okay, alles klar. Das ist jetzt ein Problem. Befreiung von Alice Wake. Nachdem sie die Behörde kontaktiert hatte, wurde Alice Wake am 2017 ins älteste Haus gebracht und befragt. Das vollständige Transkript findet sich in Akte. Die Befragung wurde von Agenten Sean Dempsey durchgeführt und ergab, dass Mrs. Wake wiederholt nächtliche Besuche von ihrem vermissten Ex-Mann in ihrer Wohnung in New York erhielt. Adresse bla 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 bla. Mr. Wake taucht aus dem Nichts auf und stürzt sich aus dem Flur auf sie. Ihren Eindrücken zufolge wirkt er wahnsinnig und furchteinflößend und hegt ihr gegenüber gewalttätige Absichten. Mrs. Wake glaubt, dass er sie heimsucht und besteht darauf, dass er nicht Alan ist, sondern ein verficktes Monster in seinem Körper. Aus Angst vor diesen Besuchen schläft Mrs. Wake nicht mehr. Wenn sie nachts die Lichter einschaltet, zerspringt die Glühbirne in besagtem Flur. Das könnte auf die Involvierung von ihm hinweisen. Weitere Untersuchungen erforderlich. Wir empfehlen, Überwachungsgeräte in der Wohnung zu installieren. Kopien des Antragsformulars L501-4 wurden an Mr. Kirkland und die Verwaltung geschickt. Okay. Ja, hatten wir ja. Jetzt ist wieder... Noch ein Modellnachbau. Wie der von Ordinary. Sand. Direktorin Faden hier. Ich brauche einen Ranger an meinem Standort. Es ist eine Ehre, Direktorin. Oh. Okay.
Hey. Beweismaterial, Wake-Fall. Eine Fotografie von Alan Wake, aufgenommen von Alice Wake während einer Heimsuchung in ihrem Zuhause. Alice Wake, die Ex-Frau von Alan Wake, weitere Informationen AW 35, wird seit kurzem nachts von ihrem Ex-Mann besucht oder einem Wesen, das ihm ähnlich sieht. Weitere Informationen, Akte, bla bla bla. Mrs. Wake ist professionelle Fotografin. Hat Kameras mit Bewegungssensoren in dem Flur aufgestellt, in dem er auftaucht und konnte so Mr. Wake auf Film festhalten. Während einer Befragung von Mrs. Wake erwähnte sie, dass ihre Lieblingskameramodell 2010 bei AWE 35 verloren ging. Unter dem konfiszierten Beweismaterial von AWE 35 wurde kein entsprechender Gegenstand gefunden. Er wurde als potenzielles gewandeltes Objekt in die Liste aufgenommen und es wird mit dem Forschungspersonal in Bright Falls geklärt, ob es etwas über den Gegenstand weiß. Wake-Foto. Oh. Beweis-ID Nummer 12231C. Fotografie von Alan Wake, aufgenommen von Alice Wake. Am redigiert 2017. Ja, ich wäre auch nicht gerade im News darüber, wenn solch eine Person auf einmal nachts in meinem Flur erscheint. Du Kacke. Gott, würde ich auch wahnsinnig werden, ne? Die Wohnung würde ich kündigen, ey. Wobei das wahrscheinlich nichts bringt. Wow, okay, Moment. Okay. Ist erstmal Licht. Ist auch egal. Achso, hier ist noch was. Achso. Bright Falls, 1976, Zusammenfassung. Ein unbestätigter Grenzbereich manifestierte sich am Cauldron Lake VA. Die Einwohner von Bright Falls hatten sich auf den Feldern südwestlich des Städtchens versammelt, um das jährliche Hirschfest zu feiern. Augenzeugen zufolge hatten den ganzen Tag lang die Sonne geschienen, was die regionalen Wetterberichte auch bestätigen. Dann zog ohne Vorwarnung bei der Anderson Farm ein Gewitter auf und ein Wirbelsturm bildete sich über der Cauldron Lake. Der folgende sinnflutartige Regen löste eine Sturzflut aus. Es war wie die Nacht am Tage, Augenzeuge aus. Frank Breaker, der Sheriff von Bright Falls, ein ehemaliger Agent der Behörde, siehe Angestelltenakte, bla bla bla, konnte die Besucher in Sicherheit bringen, während die Flut das Festgelände zerstörte. Das Fest wurde einen Tag früher als geplant abgebrochen. Aufgrund eines Mangels an Behördenpersonal vor Ort kann das Ereignis nur schwer als AWE eingestuft werden. Die Ähnlichkeit zu anderen bekannten Ereignissen im Gebiet von Bright Falls lässt die Aussagen der Stadtbewohner jedoch glaubwürdig erscheinen. Ja. So. Was ist los? Kann man arbeiten. Was ist denn jetzt das Ziel? Stelle die Stromzufuhr wieder her. Achso, naja. Haben wir hier nicht noch irgendwo einen Powerbrick zufällig? Das brauche ich jetzt, na klar. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Hä, ist er da doppelt? Hier ist auch noch was. Dies sind die Notizen von Dr. Emil Hahn. Ich setze meine Arbeit fort, wieder allein, da gewisse Parteien die günstige Gelegenheit nicht ergreifen. Trotz meiner großzügigen Angebote liefen die Gespräche ins Leere. Einige Leute wissen Kooperation nicht im selben Maße wie ich zu schätzen. Doch ich denke nun, dass es besser so ist. Denn die mutige Pionierarbeit, die ich leiste,
wird von den Fesseln der Bürokratie und Regulierungen ohnehin ständig behindert. Ich war schon immer auf der Suche nach solchen Partnerschaften. Ich hoffte einmal, dass ich mit Alan Wake kollaborieren könnte. Zusammen hätten wir Kunst erschaffen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte. Doch Wake war ein Sturkopf und Egoist. Typisch Schriftsteller. Und daher enttäuschend. Aber nun ist Wake, wie Tom vor ihm, im Cauldron Lake verschwunden. Und an dieser Stelle wird meine Arbeit hypothetisch. Seit er im See verschwand, wurde Thomas Zane angeblich von mehreren Leuten des Städtchens gesehen. Ich sehe darin einen Hinweis darauf, dass die Personen im See nicht gänzlich fort sind. Ich nehme an, dass Wake eines Tages auch zurückkehren wird. Trotz des Grolls, den ich gegen den Mann hegen mag, kann ich sein Talent und seine Entschlossenheit nicht wirklich leugnen. Daraus habe ich geschlossen, dass der See und der dunkle Ort auf seinem Grund nicht so weit von dieser Welt entfernt sind, wie ich es vermutet hatte. Da ich mir bewusst bin, was mich erwartet, ich mich gründlich vorbereitet habe und mir meine außerordentliche Bildung zugute kommt, halte ich mich für ungleich besser vorbereitet als Tom oder Wake. Wie auch Sie, sollte ich also dieses dunkle Reich betreten und dennoch zurückkehren können. Nun fehlt nur noch der Tauchgang. Er macht mir Angst, das ist wahr. Doch das ist die Bürde des Wahrheitssuchenden. Morgen werde ich mich in die Finsternis stürzen, auf das mich das Licht des Wissens leite. Es ist Zeit für einen Durchbruch, bis ich zurückkehre. Ja, hat ja gut funktioniert, hä? So, ich hab jetzt keine Ahnung, was, wohin? Ach so. So, jetzt bin ich dran. Längst mal hatte recht. Alle Schönheit sind sie nicht, Doktor. Wir gucken jetzt hier vorsichtig. Ja, alles klar. Ja. Macht wieder Sinn. Ja. Das ist ja jetzt wieder ganz belastend. Ja, ist klar. Okay, Moment. Okay. Klar ist der Strom wieder aus.
Ja, yep, er lässt sich nicht anmachen, jawohl. Attacke von der Seite! Ausschalten! Ach so, ich muss... Komm schon! Was teleportiert er sich immer zu mir? Digga, das ist ja so unfair. So unfair. Digga, das wäre doch fast der First Try gewesen, Alter. So eine Scheiße. Nein. Weh, ich muss das wieder machen. Nee, einfach nur rein in den Kampf. Okay, alles klar. Ah, wo kommst du denn hin? Ja! Wir müssen Abstand halten. Halt immer deutlich zu viel Schaden, ne? Warum? Ich sollte vielleicht überlegen, mein Schild mal wieder einzusetzen. Das wäre gar nicht so schlecht. Wir probieren es noch einmal. Ich werde mir ein bisschen Schild arbeiten. Verdammt, ich bräuchte echt den Ranger wieder, ey. Wo ist der denn? Ich kann den doch hier anfordern noch. Das mache ich auch. Der hat was gebracht. Schicken Sie einen Ranger. Anweisung von oben. Die Zischer sind erledigt. Du bist erledigt gegen den Typen, aber das ist ein Anfang. Beschäftige ihn noch mal ein bisschen. Ich bräuchte mal... Ja, dass er immer vor ihm auftaucht, wenn du abhauen willst, ne? Also Oh!
liegen irgendwo Leben. Mehr Leben. Ah, verdammt. Verdammt! Oh, Herr Moin, hier ist noch was zum Lesen. Alles klar. Red Falls Zusatzbemerkungen. Am Tag der Überflutung probte die Rockband Old Gods of Asgard auf dem Feld außerhalb der Andersons Farm den Bauernhof der Bandmitglieder Odin und Thor Anderson. Beide gaben zu, dass sie in diesem Zeitraum stockbetrunken gewesen waren, da sie zur Feier des Höchstfestes tagelang ihren schwarzgebrannten Alkohol getrunken hatten. Nachdem die Stadtbewohner von dem gefluteten Feld evakuiert worden werden konnten, bat Freya Anderson, die Tochter von Thor Anderson, Sheriff Breaker, nach ihrem Vater und Onkel zu sehen. Breaker fuhr zu Anderson Farm und fand die Bandmitglieder, die zwar am Leben waren, aber medizinische Hilfe benötigen. Thor Anderson war vom Blitz getroffen worden und Odin Anderson hatte sich selbst sein rechtes Auge herausgeschnitten. Eine mögliche Anspielung auf nordische Gottheiten. Sie behaupteten, dass sie gegen eine dunkle Armee der kratzenden Hexe, die sich aus dem Cauldron Lake erhoben hatte, gekämpft und sie tapfer besiegt hätten. Siehe AWE Bla von 1970, das in Verbindung mit dem vermutlichen bei der Divers Isle steht. Auch wenn das unmöglich verifiziert werden kann, sind diese Ereignisse für das wiederkehrende AWE in Bright Falls und das am Cauldron Lake relevant. Oder nur Thor Anderson werden als wichtige Personen eingestuft. Okay. So, und jetzt wieder am Arsch. Okay. Aber echt. Ach ja, natürlich. Verdammt, ein Licht. Es sieht echt nicht so geil aus, um mich, muss sagen. Ist klar, ja, und er lädt Energie wieder auf, oder was? Wow. Und ich krieg nichts wieder. Tiga, ist das dein... Ja. Ja, ist klar. Okay, ich muss erstmal Energie tanken. Verdammt, verdammt, verdammt. Warum tanke ich keine Energie, verdammt? Alter, du Wichser, nerv mich jetzt nicht. Hauptsache ist, sie braucht 20 Sekunden, um überhaupt Energie erst aufzuladen, oder was? Ey, so eine Lächerlichkeit habt ihr noch nicht gesehen. Da werden wir ein bisschen dran sitzen, Freunde. Ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. In der nächsten Folge fahren wir diesen Kampf hier fort, denn er ist noch nicht vorbei. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und...
Ja moin, das Spiel hat sich einfach verabschiedet. Alles klar, danke Control. Danke, dass du so scheiße bist. Haha, dein Spaß ist geil. Nächste Folge geht's weiter, ich starte das Spiel eben kurz neu und dann sehen wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal.